Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlauch.com. Heute geht es um eine besondere Nachtschattenpflanze. Es geht nicht hier um die Chilis, die stehen demnächst nicht mehr hier, sondern draußen. Es geht um Solanum betaceum, das ist die Baumtomate oder Tamarillo genannt. Die ist jetzt nach über einem Monat endlich gekeimt. Ich habe sie einmal in dem Anzuchtsubstrat mit Mykorrhiza angebaut und einmal in ganz normaler Blumenerde. Jetzt nach einem Monat endlich sind die ersten gekeimt. Das hat sehr lange gedauert und ich bin sehr froh darüber, dass es jetzt funktioniert hat. Dann kann ich euch nämlich dieses Jahr auch endlich über Tamarillo etwas erzählen. Ich wollte die schon etwas länger mal wieder anbauen. Die ist von dem Entwicklungszyklus ein bisschen langsamer als andere Nachtschattengewächse. Das kann ja auch ein richtig großer Baum werden und daher ist die Sache ganz spannend. Wenn ihr Fragen zu der Baumtomate, Chilis oder anderen Nachtschattengewächsen habt, dann könnt ihr das gerne stellen. Hier neben den Chilis wachsen noch weitere Nachtschattengewächse und ich werde dieses Jahr ein bisschen mehr berichten. Die Tomate, die ich dieses Jahr habe, die habe ich nicht ausgesät, sondern die habe ich mir gekauft. Einfach aus dem Grund, ich habe dieses Jahr nicht den Platz zur Verfügung, dass ich so viele Tomaten anbauen kann, wie ich das in nächster Zeit machen möchte. Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall mehr Tomate kommen. Dieses Jahr ist noch Chili und die oder die andere Pflanze unter den Nachtschattengewächsen dran. Wenn ihr Fragen habt zu Nachtschattengewächsen oder anderen, wie gesagt, schreibt das runter in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal und die Chilis wachsen jetzt. Sie dürfen jetzt die nächsten Tage dann raus. Draußen ist es warm und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss. Macht's gut.